Was soll man machen, wenn man einen Tag im Ramadan absichtlich nicht gefastet hat? Diese Person muss bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen und den Tag nachfasten. Es gab Gelehrte, die gesagt haben, sie fastet den Tag nicht mehr nach. Warum? Nicht, weil es ihr jetzt hier leicht gemacht wird, sondern weil gesagt wurde, das Fasten ist in einer bestimmten Zeit vorgeschrieben. Und die Person, die nachfastet, ist eine Person, die einen Grund hatte und deswegen das Fasten brechen durfte. Aber diese Person hat keinen Entschuldigungsgrund. Und deswegen hat sie auch nicht die Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Ja? Aber wallahu alam, wie gesagt, sie sollte diesen Tag nachfasten und muss bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen. Ja.